IJN Ikoma, ein Schlachtkreuzer. Jeder zumindest, auch wenn es auf den ersten Blick dann doch schon, na, es fehlt ein Turm, glaube ich. Sieht aber auch nach Zwischenkrieg aus mit diesen Kanonen hier an der Seite so versetzt. 2x12, das sind die großen. 12x6, das dürften die hier an der Seite sein. Wow. Ist einiges an Maschinenraum. Jupp. 12x4, 7. Sind die vorwärts gerichtet? Nee. Das ist eine 4, 7. Das ist eine 6er. 4, 7. Ah, okay, die so seitlich guckenden sind. Das ist 4, 7 und das ist eine 6er, okay. Hartmut, wenn du noch da bist, können wir gleich mal testen. Ich kaufe das Ding mal komplett aus. Mach dann eine Testfahrt und dann, wenn du eine Dreadnought hast, ob ich mit dem Ding was gegen ein Schlachtschiff machen kann. Ich glaube es zwar irgendwie nicht, aber. Okay. Die Türme drehen sich schon mal. Die sekundäres Treffen. Ich glaube, Flak hat das Ding überhaupt nicht, oder? Gott. Das Ding alleine fahren ist. Der irgendwas, was in die Luft schießen kann, lass es mich so formulieren. Irgendwas. Bleibt dabei, das sieht nicht schön aus. Du wirst lachen, such mal nach dem Clip, ich habe das schon mal geschafft mit den dicken Dingern. Ich habe irgendwo hingezielt, abgedrückt und das Flugzeug war tot. Zweieinhalb Strich. Also beim Stehen auf die Mitte, da müsste jede Mumpel eigentlich treffen. Fliegen relativ flach und schnell. Man kann Schaden machen. Gut, das war auch ein bisschen drüber. Aber halt keine Flak.
Die IJN, I Komma.